Die Seele in der Psychologie. Die Psychologie ist die Lehre vom Verhalten und Erleben. Das griechische Wort Psyche bezeichnet sowohl eine spezielle Lebenskraft als auch insbesondere die Denkkraft des Menschen. Seit der griechischen Antike bezeichnet der Begriff der Seele Eigenschaften des Lebens, insbesondere des menschlichen Lebens, die über die Mechanik der biologischen Lebensvorgänge hinausgehen. Wir untersuchen nun die Denkprozesse und das Gefühlsleben mit modernen naturwissenschaftlichen Methoden und haben die Erwartung, mit den Erkenntnissen über die Mechanik der Informationsverarbeitung menschliches Verhalten und Erleben hinreichend erklären zu können. Bleibt dann überhaupt noch etwas übrig, was die Bezeichnung Seele verdient hätte und was den ursprünglichen Gegenstand der Psychologie entspricht? Nun, zunächst müssen wir davon ausgehen, dass es eine wesentlich komplexere Kräfteordnung gibt, als sie durch die bekannten Naturgesetze beschrieben werden können. Bereits 1872 ging der Physiologe Émile Dubois-Reymond in einer vielbeachteten Rede über die Grenzen des Naturerkennens noch ein Stück weiter. Er sagte abschließend: Gegenüber dem Rätsel aber, was Materie und Kraft seien und wie sie zu denken vermögen, muss der Naturforscher ein für allemal zu dem viel schwerer abzugebenden Wahlspruch sich entschließen: Ignorabimus. Wir werden es nie wissen. Was bedeutet das nun für die Hirnforschung? Jedenfalls ist die Einheit von biologischer Mechanik, Denkprozessen und der Vorhersage von Verhalten eine Selbstverständlichkeit. Allerdings wissen Wissenschaftler, dass sie bei ihren Forschungen erst dann Erfolg haben können, wenn sie ihr Augenmerk auf das Wesentliche reduzieren. Nur durch diese Reduktion kommt man zu klaren Schlussfolgerungen, die mit hinreichender Sicherheit Voraussagen erlauben. Nun hat jedoch der wissenschaftliche Reduktionismus seine Grenzen. Alle Kausalketten, die im Einzelfall vorausgesetzt werden müssen, werden nämlich nie im Detail gleichzeitig evident gemacht werden können. Insofern bleibt den Psychologen in der Praxis, aber auch dem Psychologen in der Forschung gar nichts anderes übrig, als das Handeln von Personen auf Ursachen zurückzuführen, die letztlich erst im Nachhinein und mit großer Unsicherheit rekonstruiert werden müssen. Somit behält die Seele in der Psychologie als Verursacherin von Denken und Handeln durchaus ihren Sinn, wenn auch als ein höchst flüchtiges Konstrukt. In einem vergleichbaren Sinn spricht man von Personen, die man als Akteure ihres Denkens und Handelns ansieht. Der wie die Psyche wohl ebenfalls ursprünglich aus dem Griechischen stammende Begriff Person meinte immer den Träger einer Bedeutung oder einer Rolle. Das Agieren von Personen ist also Gegenstand von sozialen Zuschreibungen. Eine solche Rekonstruktion persönlicher Handlungen im kulturellen Raum ist letztlich ebenfalls der Gegenstand der modernen Psychologie. Dieser Gegenstand wird auch durch die neuropsychologische Forschung nicht in Frage gestellt. Die Psychologie setzt also einfach voraus, dass es den Forschungsgegenstand Person gibt. Somit gehen wir also stets davon aus, dass wir es mit Personen zu tun haben, die bis zu einem gewissen Grad als selbstständig anzusehen sind. Sie führen Handlungen aufgrund von willentlichen Entscheidungen weitgehend in eigener Verantwortung aus. Jedenfalls, soweit keine erkennbaren Einschränkungen vorliegen. Die sogenannte Willensfreiheit kann demnach von der Psychologie nicht in Frage gestellt werden, da sie für die Psychologie eine Voraussetzung darstellt. Das menschliche Erleben gaukelt uns nicht bloß Willensakte vor. Der Entschluss zu handeln ist kein Druckbild, sondern eine vernünftige Konsequenz unserer sozialen Existenz. Dennoch ist es keineswegs selbstverständlich, wie Subjektives objektivierbar ist. Immerhin sollen subjektive Erlebensprozesse mit all den Voraussetzungen in Einklang gebracht werden, die wir kulturell objektiv und mit Hilfe neuropsychologischer Forschung analysieren können. Es bedarf immer wieder einer besonderen Umsicht, wenn Verhaltens- und Erlebensprozesse gemeinsam zu untersuchen sind. In der wissenschaftlichen Psychologie stehen dafür jedenfalls Methoden
und die Erfahrung, damit umzugehen, sowie ein umfassendes System gesicherter Erkenntnisse zur Verfügung.